Das Ding, er sagt mir, das ist eigentlich im Dorf. Was jetzt? Wenn ich die Markierung von komm raus anschaue, dann... Hä? Du, wo siehst du die Markierung? Sag mal. Im Map, bei der Map, sehe ich ein gelbes, goldenes Fragezeichen. Ist das nicht der fahrende Händler oder was? Nein, das ist nicht der fahrende Händler. Der fahrende Händler ist das grüne Pfeil. Das Wildschwein ist, oder das Schwein ist da vor deiner Nase. Ja, ich renne da schon wieder zurück. Ist ja kein Thema. Warum schläfst du schon? Ich nicht. Ich, du. Die Dorfbewohner, bei denen ich Sachen kaufen will. Es wird dunkel, also nimm her. Milobor, was hast du? Zeig mir deine Scheiß... Ey, hallo, ist nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen, ey. Hallo? Ich geh jetzt so lange nicht weg, bis du mit mir gesprochen hast. Sehr interessant. Unverschämt. Du kommst da nicht rein. Das ist ein Kind, das ist kein Schwein. Zeig mir deine Ware. So nennt mich meine Mutter, du musst eine Freundin von ihr sein. Sie nennt ihr Kind Schwein oder was? Ich werde nicht nach Hause gehen, ich spiele Verstecken mit meinem Spielzeugpferd. Das heißt Haselnuss. Niemand wird es je finden. Du kannst es versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Niemand weiß, dass er sich in... Also das... Kind ist ja nicht ganz. Ich weiß, dreijährige Kinder hin und her, aber du kannst es versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Niemand weiß, dass er sich in den Holzstapeln versteckt hat. Natürlich nicht mehr, aber lass es mich versuchen. Oh. Aber halt die Holzstapel durchgucken, ne? Reife dein Efeu runter und räume den obersten Stück Seite. Schiebe deine Hand zwischen, du verlässt. Was? Ich schiebe meine Hand zwischen die Holzhölzer, um zu wissen, da ist nichts, hä? Ja, ja. Jetzt habe ich Holz geklaut. Auch gut. Holzspielzeug, Pferdstock, hä? Was? Ja, wir müssen halt abliefern, ne? Jetzt müssen wir das beim Kind abliefern. Jupp. Oh, es ist repariert, aber aber jetzt bekomme ich kein neues. Kannst du mir erklären, was in der Dunkelheit ein dreijähriges Kind hier verloren hat? Oh, beruhig dich, Junge. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich behalte das Spielzeugfeld und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Das ist dasselbe, als wäre es verloren und kaputt gegangen. Jetzt das Problem mit deinem Spielzeug gelöst ist, ab mit dir. Ich soll jetzt nach Hause gehen, Mama macht sich sicher Sorgen. Außerdem habe ich Hunger, ich bin sicher, es hat ein paar salzige Knabbereien. So. Jetzt müssen wir one day, bla bla bla, der kleine Gof, es ist mir noch so aktuell so Wumpe hier. Das tut mir wirklich leid. Also erstens einmal, warum nennt man sein Kind Schweinchen? Das ist so das erste Fragezeichen. Zweitens, warum pennt man schon, wenn das Kind noch draußen ist? Das Kind ist draußen am Spielen, ne? Aber die Mutter ist schon am Schlafen. Bill, ich habe Fragen. Würde nicht verloren gehen. Was hast denn du getan? Oder besser gesagt, was war da hinten so interessant? Er hat sein Holzpferd auseinandergenommen. Boah. Dieses Pferd schon wieder.
Seit einer Weile geht es ständig kaputt. Das Spielzeug wurde von einem verstorbenen Vater gemacht. Der begabte Holzschnitzer-Künstler war. Er war ein Mann mit einem Dorn im Auge. Weil er lieber sehen würde. So. Geil. Na, Alice, ist der Bock? Großartig. Na, Jarognif? Weißt du, so rekrutierst du schon? Ja. Hast du Bock? So viele können wir jetzt schon wieder. 1800 brauchen wir als nächstes. Oh. Till, komm zu mir. Wo sind sie? 125, okay. Ich komme, my dear. Oh. Zeit zum Schlafen. Hä, hast du ein Haus gefunden oder sowas in der Art? Nein, ich bin so mehr der Romantik. Das Gebiet ist dafür gesperrt. Du rennst jetzt weg von mir, ne? Ja, weil das Gebiet gesperrt ist für die romantische Zeit. Was bringt denn das jetzt so? Ich komme näher. Ja, ich komme wirklich näher. Zum Glück wäre es doof, wenn nicht. Nee, du rennst jetzt auch irgendwo hin, ne? Hä? Boah, oh Gott. Wie geht das, über dem Feuer zu stehen? Juhu! Tim! Ja, ja, auch hingelegt. Ah, lass uns ein bisschen romantisch sein hier. Egal. So, wir müssen die zwei Leute da noch einteilen, ne? Ansonsten sind wir schwarz. Ich gucke mal. Jarognif, leeres Haus. Wir haben keine Häuser. Was? Wir haben keine Häuser. Nein, wir haben wirklich keine Häuser mehr. Hä? Keine freien Häuser. Ja. Wir haben bestimmt. Die Häuser sind bis. Nein, nein. Es sind überall zwei außer bei dir drin und bei dir haben sie keinen Bock. Wie, warum nicht? Ich weiß nicht. Muss ich jetzt tatsächlich wieder zurück? Ja, gut, das kann ich machen. Und da ein Haus hinklatschen? Ja. Ja, das sind doch alles so komplizierte Menschen. Ich kann ihnen wenigstens schon mal einen Job geben. Ja, dann können sie wenigstens arbeiten für ihren Verdienst. Ja, warte mal kurz. Ich muss jetzt da gegen Osten Kräuterkundler. Rennen. So, wir haben unseren Kräuterkundler. Perfekt. Jarognif. Den packe ich. Hier kann man nicht teleportieren, ne? Wäre zu schön gewesen. Doch, kann man, aber dafür zahlt man sehr viel. Kann man das nicht irgendwie unter der Hand, ne? So nebenbei. Komm, wir gehen mal mit. Lösen. So, der muss Kupfererz abbauen. Und zwar ganz viel. Ja, er macht 5 Stück. Die Kräuterkunde. Du holst mir jetzt sofort Beeren. Ich? Nein, vergiss es doch. Nein, die Dame. Weißt du, wie viele Beeren die jetzt am Tag holt? 2. 193. Für den Anfang nicht gut, damit, nicht schlecht. Dann können wir ganz viel Komposter bauen. Oh, das wird geil. Ja, Mann, dann haben wir. Warum musst du ganz viel Komposter bauen? Du kannst nur alles in einen. Nein, der hat 30 Kilogramm Gewichtsbeschränkung.
Warum haben wir eine Beschränkung? Das ist doch einfach nur... Ich frage mich, wo mein Lieblingsmörser und Stößel hingelegt habe. Das kann ich dir verraten. Ich habe nämlich einen selber gemachten Lieblingsstößel. Den würde ich dir ausborgen. How can I help? Ist das für dich okay, Pejilka? Ich zeig dir den mal. Okay? Mein Gott, das ist auch wirklich echt teuer zu reisen mit dem Pferdchen. Oh, die hat keine rote Büchse. Da kann man nicht mal vor die eigene Haustür reiten, ne? Weil da muss man nur in die Großstädte ziehen. Das ist totaler Quatsch. Aber kann man ja nicht in die Großstädte ziehen. Genau. Da haben wir das Problem. Gesperrt. Siabora, da ist die Siabora, da hinten. Was machst du? Siabora? Geht's dir gut? Siabora, kann ich dir helfen? Und hier so in einem Wald rumzurennen, eieieiei. Ich glaube, dem NPC geht's nicht gut, Till. Sehe ich auch so. Sie guckt auf Schweineärsche und macht ein denkendes Gesicht. Ich glaube da... Ich rede mal mit ihr, vielleicht hilft das ja. Schweinearsch? Ja, immer gut. Ja, jetzt guckt sie zu mir. Oh, ich dachte schon, die sei hängen geblieben auf irgendwelchen Pilzen oder so. Zeig mir deine... hat Salzbrezeln, Salzstangen und Salztaler. Keine ja. Rote Beete. Also so ein Quatsch, aber auch. Day. Warum hat niemand rote Beete? Ist das ein Monopol oder was? Man könnte es meinen. Ich benutze mal den Schnellreisetyp, dann entkomme ich den Wölfen. Boah. Uhrmann, ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. 200 Tacken umbau, ne? Nur so zur Information. Ja, ich muss nach Ostitscha. Dann los. So, ich bin in Ostitscha. Das geht nicht in Echtzeit? Das wär's auch noch, ne? Jetzt würdest du da draufsteigen, ihr reitet los mit dem Pferd. Das würde, du musst doch nichts machen, aber es dauert vielleicht eine halbe Stunde oder so. Das wäre irgendwie... Ah, die hat eine Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Er ist verloren! Er ist verloren! Wer ist verloren? Mein Kind! Ein wertvoller Ring! Nein, die hat jetzt einen Ring verloren. Also, das ist demnach der Mann. Oder was? Nein, die hat, die hat zu viel Herr der Ringe geschaut. Was meinst du mit nicht ganz deiner? Er gehört meiner Mutter, aber er ist sein Familienerbstück. Also wird er mir gehören, irgendwann. Aber lass mich raten, du konntest es nicht erwarten. Ich wollte ihn nur anprobieren und Mama, als sie trägt ihn eigentlich doch sowieso nie. Weil sie sich nicht in Luft auflösen will. Ich meine, sie will nicht, dass er sich in Luft auflöst. Meine Großmutter oder Urgroßmutter muss sehr dicke Finger gehabt haben, weil er rutscht also die ganze Zeit. Liebe Sviora. Kann es sein, dass es kein Ring war für den Ringfinger, sondern für einen Ring für etwas ganz anderes? Ich frag nur mal. Kann ja sein, wenn der ganz dick war. Boah, jetzt redet die so lange. Gut, Quest angenommen. Ein Ring zum Knechten. Ja, doch, ist Herr der Ringe. Mein Schatz! Du zu Knechten versucht, das ist Herr der Ringe, alles andere ist nicht erklärbar. Okay, gut. Gibt's hier wenigstens Dünger? Hallo, Jivia, hast du Dünger? Zeig mir deine Ware. Ja, du hast Dünger. Dung und Dünger, jetzt im Doppelpack. Ja, die hat rote Beete. Geil. Ich hab genug rote Beete, Till. Jo, perfekt. Abgeben die ganze Kacke.
dann gleich wieder Leute akquirieren. Ich bin im Hausbau, also ja, das wird jetzt eine gute Sache. Ah, stimmt.